Kinderessen im Restaurant ist ja meistens relativ klassisch. Es gibt Pommes und Tomatenspaghetti. Wir haben im Kinderkochbuch wirklich mal andere Sachen machen. Ich bin Miriam Lang und ich schreibe Kochbücher. Und ich bin Katrin Scherer und ich bin Illustratorin. Und zusammen haben wir das Kinderbuch gemacht. Heute kocht das kleine Känguru. Unser Kinderkochbuch ist viel mehr als ein Kochbuch. Es ist nämlich die Geschichte der Familie Känguru, die durchs Jahr geht mit verschiedenen Anlässen, wie zum Beispiel ein Geburtstagsessen oder ein Picknick. Ja, also wenn man in der Küche arbeitet und mit scharfem Messer passiert es halt, dass man sich einmal schneidet. Das passiert den Erwachsenen, das passiert den Kindern und es passiert... Das passiert eben auch einem kleinen Känguru. Aber dann kann man ein Pfläschchen drauf machen. Und dann kann man ein Eiströsterli geben und vor allem auch dem Känguru nachher zeigen, wie das es jetzt genau das muss heben, nämlich so. Dann schneidet es sich nicht mehr. Wir sind hier in Basel bei der Talbenfähre. Es hat einen sehr schönen, idyllischen Kiesstrand, wo man picknicken oder eben auch baden. Es hat einen guten Einstieg zum Ein- und Aussteigen zum Baden. Es hat auch ganz viele Museen hier in der Nähe. Das Cartoon-Museum, das Museum für Gegenwartskunst, das Tengeli-Museum weiter vorne oder das Kunstmuseum. Lohnt sich wohl ein Ausflug hierher. In unserem Kochbuch sind 45 Rezepte versammelt, verteilt auf 5 Jahreszeiten, und zwar auf den Frühling, Sommer, Spätsommer, Herbst und Winter. Und die Illustrationen sind entstanden hier im Atelier von der Katrin. Wir haben uns für das vegetarische Kinderkochbuch ganz bewusst für Illustrationen entschieden, weil wir damit auf Augenhöhe mit dem Kind sind. Ich bin gleich auf das Känguru als Hauptfigur gekommen für das Buch. Das Känguru ist ideal mit dem Beutel, das es vorne hat. Kann das Kleine drinnen sein, ist geschützt von der Mama hinten, wird begleitet bei vielleicht ein bisschen gefährlicheren Sachen. Das machen vielleicht die Eltern mit Kindern auch, dass sie schön hinten dran sind und schauen, dass nichts passiert. Die Idee zu einem vegetarischen Kochbuch ist entstanden wegen der Tochter von meinem Freund, die Vegetarierin ist, seit sie im Kindergarten ist. Seit sie verstanden hat, dass da ein totes Tier auf dem Teller liegt, wenn sie Würstchen isst, und dann konsequent vegetarisch gelebt hat. Schön, sind ihr dabei gewesen. Weiter geht's mit Seite an Seite. Unterwegs mit Schweizer Autorinnen und Autoren.